So Leute, willkommen zurück zu Uncharted 3. Wir machen Ja, wir sind richtig. weiter. Ja, das machen wir. Ja, wir sind richtig, meinte ich. So, hier raufklettern. Und jetzt haben wir einen wunderschönen Überblick über Jemen. Okay, da unten. Diese Gebäude waren schon hunderte Jahre alt, als Francis Drake lebte. Gut, nicht schlecht. Hey, Nate. Huh? Talbot. Wer? Er hat Cutters Notizbuch. Was? Halt, was? Charlie Cutter? Keine Zeit. Sully kann alles erklären. Ja, Moment mal. Wir sehen uns unten. Okay, kennen sich Elena und Charlie? Beziehungsweise wie kennen sie sich? Im Guten oder im Schlechten? Werden wir das noch erfahren? Ich hoffe mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal Talbot verfolgen, den bösen Ganoven. Vielleicht schaffen wir es, ihm das Notizbuch aus den Händen zu reißen. Wer weiß, wer weiß. Jetzt erstmal hier runter. Runter, komm schnell, Nate. Sonst entkommt er uns noch. Los, runter. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal rein, aber ganz, ganz leise. Gut, 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 gut. Sieht sicher aus. Hoffentlich sieht er uns nicht. Denn dann, ja, dann ist unsere Mission erfolgreich. Sie wissen nicht, wann es genug ist, was? Dann mal los. Na, immerhin etwas. Auf ihn! Hallo Jungs, Hallo, was Jungs. Wollt ihr denn? Oh, Seelenverwandte sind wir, ich unterliebe nicht. So, zack, zack, zack. Und zack, yeah. Kommt her, kommt her. Oder kommt doch lieber nicht her. Zack, hier, linke und das Knie. Und oh, den konnte ich leider nicht ausweichen. Aber die Kämpfe gefallen mir hier ganz gut, sind relativ dynamisch, obwohl sich manche Szenen ab und zu wiederholen. Aber das kann man wohl schlecht, schwer, wie auch immer, vermeiden. Und man kann es auch relativ schwer vermeiden, getroffen zu werden. Denn da muss man schon richtig gut aufpassen. Ich weiß, ihr habt es geschafft, 5 Sekunden ohne einmal getroffen zu werden. Aber ich meine, für einen nicht ganz so talentierten Spieler wie euch ist es halt nicht ganz so leicht, ohne getroffen zu werden, hier durchzukommen. Hier ist nochmal eines dieser großen Babys. Aber wir haben ja langsam den Dreh aus, gegen die Leutchen, ja, Leutchen. Und deswegen sollte er nicht allzu schwer sein. Auch wenn er jetzt Verbündete dabei hat, trotzdem sollte er hoffentlich nicht ein großes Problem darstellen. Und wir schlagen uns ganz gut, beziehungsweise wir schlagen ihn ganz gut. Komm jetzt, du bist noch übrig. Zack. Und waren das jetzt alle? Nee, da kommen noch mehr. Natürlich kommen mehr. Das sollte das alle gewesen sein. Komm. Zack, zack, zack. Ja, was ist Elena? Willst du mir vielleicht helfen? Nee, das sieht nicht danach aus. So, komm. Okay. Das sind irgendwie ganz schön viele, habe ich das Gefühl, und die sehen irgendwie alle genau gleich aus. Hey, mach schon! Ja, ich kümmere mich ja nur um sie, nicht ihr. Können wir wenigstens etwas, eine Dattel haben oder so, um uns zu stärken? Dann halt nicht. Hey, wie geht's euch, hä? Was gibt's hier zu betrachten, hä? Oh, ihr schaut mich an, hehehe. Okay, ich verkriech mich in die Ecke und schäme mich. Aber vorher hol ich diesen Schatz, so. Sehr schön. Ja, ich komme, Elena. Warte. Hier durch. Okay, aber vorher schau ich mich hier um, denn hier ist ein Schatz. Und hier oben ist auch noch ein Schatz, nämlich der 50. sollte das sein, oder? Ja, der 50. Schatz. Damit haben wir fast schon die Hälfte, wieder fast schon, und nicht ganz, weil ihr es euch wahrscheinlich denken könnt. Spoiler, Achtung, es gibt 101 Schätze. Oh! Hier.
gut. Jetzt müssen wir erstmal von Talbot abhauen. Hey, hier rein. Klärt mich bitte mal jemand auf? Wer waren die Typen? Und was hat Charlie mit dem Ganzen zu tun? Er hat uns bei der Sache geholfen. Einen Moment, hat? Ist er tot? Nein. Er und Chloe. Was, Chloe auch? Ja, aber sie stiegen aus, als Cutter sich das Bein brach. Er brach sich das Bein? Ja, zum Glück hat er sich bei dem Sturz nicht das Genick gebrochen. Ihm geht's gut. Ja, also immer noch besser als zu verbrennen. Ich wäre auch gesprungen. Nicht hilfreich. Okay, dann sagt mir jetzt endlich, wonach ihr wirklich sucht. Das. Komm her. Sally, sieh dir das an. Unglaublich sind wir los. Was haben wir da Schönes? Wir sind wohl direkt in den Geheimeingang gestolpert. Oh, wirklich beeindruckend. Ohne Ausrüstung bringt mich da keine 10 Pferde runter. Frag doch den Teppichhändler von eben. Nee, ich meine Knarren, Waffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Ah, wirklich? Hey, pass aber auf dich auf, okay? Ja. Okay, im Ernst, was erzählst du mir warum sagst du mir Zeug nicht die Wahrheit? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht. Es geht um diese Marlow, habe ich recht? Ja, aber sieh dir das hier an. Ich habe sie endlich. Und es ist, wie ich gesagt habe, das wurde zu dem. Und das brachte uns her. Zu einem Loch in der Erde. Wie immer. Nur vom Feinsten. Komm, gib es zu. Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Nein. Nein, nicht mehr. Wirklich? Na gut, dann... Wie wär's, wenn du einfach gehst? Was, ich? Ich soll gehen? Echt lustig. Schrotflinten? Warum nicht? Was zum... Was? Er hatte nur zwei. Toll. Na gut, dann helft mir jetzt mal. Und hopp. Bereit? Ein langer, harter Weg. Ja, witzig. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Okay, Jungs. Geheimer Eingang zu was? Was ist da unten? Das lässt sich herausfinden. Wieder keine Antwort. Was anderes erwartet. Gut, wir haben zwei Schrotflinten. Die eine bekommt eine Frau und die andere ein alter, gebrechlicher Mann. Sehr vernünftig. Oh ja, gut. Bevor wir hier ganz runterspringen, gehen wir hier hin und holen uns den nächsten Schatz. Sehr alles gut. In Ordnung. Kommt runter. Jetzt können wir runter. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Junge? Das ist nur eine Zisterne. Ja, das muss es sein. Was hat Sir Francis eigentlich so weit draußen gemacht? Er war auf einer Geheimexpedition für Queen Elizabeth. Ja, auf der Suche nach Tovar. Ja, dem Atlantis der Wüste. Hier? Unter dieser Stadt? Nein, es ist mitten in der Rub-Al-Khali-Wüste. Hier erfährt man nur, wo man es finden kann. Angeblich. Aha. Da drin also, scheint eine Art Mechanismus zu sein. Nicht, dass ihr es falsch versteht. Der Schatz war nicht dort in dem Loch drin, sondern das war der Schatz... Dieser Ort kommt mir bekannt vor. ...von oben. Wartet mal, das hat Francis Drake auf die Karte gezeichnet. Er wurde nur etwas verspätet angezeigt, also nicht wundern, Leute. Schauen wir uns mal die Karte an. Schaut doch mal, das sind die gleichen Säulen. Okay, Francis Drake hat das aufgezeichnet, als er hier unten steht war. Steht da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch, aber ich krieg das schon hin. Die Löcher sind wohl wichtig. Ich wette, wir müssen den richtigen finden. Und wie stellen wir das an? In diesem Raum sind überall Löcher. Es muss noch einen Hinweis geben. Schaut euch um, wir übersehen etwas. Okay, was könnten wir übersehen? Ich weiß die Lösung natürlich auch, aber ich will euch ein bisschen im Dunklen lassen, sozusagen. Hier an der Wand irgendwas, wer weiß. Greifen wir einfach mal hier rein, vielleicht ist hier was Tolles drin.
Es tut sich aber nichts. Ja. Dann sollten wir lieber den zweiten Hinweis finden. Sully? Wo sind die beiden hin? Ach, hier ist Elena. Ja? Auf der Wand hier ist etwas eingekratzt. Zeig mal. Tatsächlich. Das ist Henochisch. Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Gut, dann entschlüsseln wir es mal. Der Mond zeigt den Weg. Der Mond? Hier unten. Ha, ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Ich schreibe es auf die Karte. Du kritzelst auf Sir Francis' 400 Jahre alte Karte? Was? Ihn stört's nicht. Wenn du wüsstest. Gut, wie es aussieht, müssen wir hier einen Mond finden. Gut, suchen wir den Mond. Hier ist er nicht. Hier ist er, der Mond. Gut. Von hier aus sollte wenn man ich dann hier stehe, die Lösung sehen. Yeah, sehr gut. Das ist es. Sully, ist ein Symbol, geh an diese Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben. Die nehme ich. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Wirklich? Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen. Und wenn du falsch liegst? Ja, ich mag meinen Namen, den benutze ich echt häufig. Mach es. Eins, zwei, drei. Wozu benutzt Sully wohl seine Hand? Ist das auch der richtige Hebel? Hört mal! Was habe ich gesagt? Respekt, es hat geklappt! Ja. Echt beeindruckend. Oh, okay. Warum die Geheimniskrämerei seit Jahrhunderten? Was sollte Drake für Elizabeth finden? Das wissen wir nicht. Ein Schatz bestimmt. Was sonst? So einfach ist es aber nie, oder? Und die Schweine in den Anzügen suchen doch bestimmt auch danach, oder? Ja. Das sind Marlos Männer. Oh, Unglaublich. Beste der Cola. Gut, welchen Weg nehmen wir? Zuerst den linken oder den rechten? Ich würde sagen, wir nehmen rechts. Rechts vor links. So ist die Regel beim Autofahren. Und wir nehmen halt die Regel sehr genau, obwohl wir gar nicht Auto fahren. Okay. Was sollen die Körperteile? Ich finde das echt unheimlich. Okay, ihr wartet hier oben. Ich sehe es mir an. Aber vorher hole ich mir hier den nächsten Schatz. Gut. Jetzt holen wir uns mal dieses schöne Teil hier. Sully, dein Feuerzeug! Klar, bitteschön. Okay, wir kommen nicht mehr rauf. Wir müssen... Was müssen wir denn überhaupt? So, stecken wir jetzt einfach mal hier rein. Nichts Gutes. Dann schauen wir uns mal das Notizbuch an. Okay, so geht es nicht. Okay, also wir müssen dieses Bild dort links erstellen. Gut zu wissen. Okay, raus damit. Aber bevor wir das tun, holen wir uns erst den nächsten Schatz, indem wir hier die Fledermäuse mit dem Licht blenden. Sie lassen den nächsten Schatz fallen. Wir gehen hier hin und holen ihn uns. Sehr schön. Den nächsten Schatz und ihr seht... Okay, das funktioniert auch nicht. Wir müssen natürlich ein Schattenbild erstellen mit diesem Licht hier. Das sollte eigentlich nicht allzu schwer sein. Moment, wie war das denn nochmal? Hier irgendwie... Also, nee, dort ist auf jeden Fall... Moment. Ah, ups. Hier ist natürlich das Bild. Gut. Okay. Moment, wir... Haben wir den Speer schon? Irgendwo? Irgendwo sollte ein Speer sein. Hier haben wir einen Fuß. Gut, der bringt... Ah, hier. Hier, das... Ja, das sieht gut aus. Hier ungefähr? Oder? Ne, hier noch ein bisschen. So, sollte es richtig sein. Nein, da. Bitte. Und ihr habt gezweifelt. Damit
können wir wieder auf. Sehr gut. Das Rätsel fand ich wirklich extrem gut. Gefällt mir richtig. Bist du sicher, dass sie auf einen Schatz aus sind? Nicht wirklich. Nein. So. Und hier wird der halbe Weg frei. Das heißt, wir müssen nochmal hier durch diesen Gang und dort... Ja, ich spoilere ein bisschen, noch ein Rätsel lösen, aber das lösen wir erst im nächsten Part. Also bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, man sieht sich dann im nächsten Part. Bis dahin, Leute, schönen Tag noch und tüdelü!